schönen guten Tag wünschen wir Ihnen, Wolfgang Witschke und ich auch. Und jetzt sitzen wir wieder vor lauter Schmökerkisten. Ein Schmökerrabe ist auch dabei. Prima. So, und heute haben wir gesagt, wollen wir mal gucken, was wir in unserem Schränken, müssen wir ja sagen, Kisten ist ein bisschen wenig. Nee, es sind Schränke. Ja, was wir da drin haben. Und mein bester Freund hat auch gleich gesagt, wen wir noch nicht hatten. Denn so langsam kommen wir ja an die Stelle, wir haben gesagt, wir wollen das nehmen, was hier in erster Linie Magdeburg was zu tun hat und dann mit der übrigen Welt. Umfeld, ja. Gut, den Umfeld nehme ich auch an. Also da hat er sofort einen Vorschlag gemacht und das Schöne ist, der gute Mann ist auch an der Elbe geboren, ja. Aber nicht, wie Sie jetzt vermuten, in Vermersleben oder irgendwo, sondern ein bisschen weiter weg, ist es schon. Weiter ja. Weg. Und zwar hat er gesagt, Erich Kästner. Und da habe ich gleich gesagt, ich habe kein einziges Buch von dem. Ja, zu der Zeit gab es die hier gar nicht. Als ich zur Schule ging, konntest du nicht hingehen. Das war hier nicht zu machen. Und zu sagen, Emil und die Detektive. Direktive, wollte ich gerade sagen. Nein, das haben wir im Kabarett gesagt. Und es ist aber so, ich habe tatsächlich nichts davon. Und dann aber, wie unsere Sendung ja heißt, Schmökerkiste, habe ich in irgendeiner Kiste, ich will nicht sagen im Kohlenkeller, aber da weil ich keinen Kohlenkeller habe. Aber ich habe ein Buch noch gefunden und das hatte ich völlig vergessen, aber ich habe das immer gerne gelesen und wenn ich wirklich mal was mich geärgert habe über irgendwas, dann war das immer gute Unterhaltung. Die beste, die ich kenne. Erich Kästner, Drei Männer im Schnee. Ich habe hier das Modernere hier. Oh, ja, aber meins ist größer. Ja. Nö. Doch, doch, doch. Genau. Also, Drei Männer im Schnee. Da muss man Ihnen sagen, also er ist aus Dresden. Er hat auch keine besonders gute Kindheit gehabt. Nein, da habe ich auch ein Buch drüber, wo ich dann nachher draus lesen werde. Denn die Mutter hat ihn praktisch doch allein großgezogen, im Großen und Ganzen. Aber er war ein sehr fleißiger Junge und er hat viel gesehen. Und das ist ja auch der Grund, weshalb diese Bücher alle irgendwie bei ihm in der Gegenwart spielen. Ja, und es ist immer sehr personenbezogen. Ja, ja. Das war ja zum Beispiel, das ist ja ein einziges großes Loblied, als ich noch ein kleiner Junge war, für seine Mutter, wenn man es ganz ehrlich nimmt. Da hat er alles, wie viele Schwierigkeiten die hatte, da durchzubringen. Und er hat es dann auch geschafft, zu studieren. Er ist Lehrer geworden. Das war das, was man am schnellsten werden konnte. Naja, gut, man musste auch was für tun, aber ein bisschen geht es ja einigermaßen. Und dann hat er aber zugesehen, dass er dabei nicht blieb, sondern hat weiter fleißig gearbeitet und veröffentlicht. Das konnte man natürlich nicht mit so dicken Büchern machen, wie sie hier sind, sondern das waren in erster Linie Zeitungsarbeiten. Er ist dann auch Redakteur geworden und er hat also sehr viel Gedichte geschrieben. Aber nun nicht, wie schön ist es im Grün oder heute Abend scheint der Mond wieder, sowas hat er nicht gemacht, sondern er musste ja seinem Beruf gerecht werden als Redakteur. Er hat also die Zeitung damit gefüllt und nach einer ganz kurzen Zeit stellte sich heraus, die wurden nicht nur in Dresden und Umgebung gelesen, sondern die wurden auch nachgedruckt in ganz Deutschland. Und so kam er einigermaßen über die Runden. Das müssen wir erstmal vorweg sagen. Und dann überlasse ich dir mal das als Erich Kästners
rechte Hand. Nanu. Das wäre schön, da würde ich stolz sein, wenn das so wäre. Der war aber sehr fleißig, da müssten Sie Tag und Nacht schreiben, um das überall zu verteilen. Ja, also ich habe ihn sehr geschätzt und sehr gemocht, schon von den Kinderbüchern her, zu denen ich nachher nochmal komme. Denn die sind am meisten in der Literaturwelt bekannt gewesen, die Kinderbücher. Ich habe auch mehrere gesammelt und ich habe sie inzwischen auch meinen Kindern gegeben und vor Jahren. Und die haben inzwischen sie ihren Kindern gegeben. Also die Kinderbücher sind von mir verbreitet worden in der Familie. Aber ich habe eben, wie gesagt, auch andere Bücher. Und darüber würde ich doch nachher mal ein bisschen plaudern. Darf ich dir also mal was sagen? Wir hatten in Halberstadt einen sehr schlauen Lehrer. Ja. Und wenn wir sehr artig waren und er sich nicht beschweren musste, dann las er Emil und die Detektive. Jawohl, da komme ich dann auch noch drauf. Der macht aber das wirklich nur wenn wir, wie war es in dieser Woche? Ach, der hat sich beschwert und der und das war alles nicht. Und so viel schlechte Zensuren. Wenn das also nicht der Fall war, sondern er war mit uns zufrieden, dann las er in der letzten Stunde ein oder zwei Kapitel und dann konnte man nach Hause. Prima, das ist ein toller Lehrer. Daher kenne ich Erich Kästner und Emil. Naja, ich habe also nachgeschlagen natürlich. Er ist am 23.02.1899 in Dresden geboren. Und ich habe dann auch natürlich nachgeschlagen, weil ich seine Biografie nicht so drauf hatte. Das ist auch schwierig. Ich habe als Buchhändler seine Bücher verkauft und das war wichtig. Und er ist also als Satiriker vor allen Dingen in den Literaturgeschichten dargestellt. Er schreibt eine Literaturgeschichte, schreibt zum Beispiel, er war Satiriker aus Herzensbedürfnis. Und das kann man auch sagen, wenn man seine Bücher gelesen hat. Und dann habe ich bei im anderen Lexikon gelesen, Erich Kästner wurde als kühnen Kritiker der Zeit dargestellt, der Zeit also ab 1900 bis 45 könnte man schon sagen und danach erst recht. Und das ist meistens in seiner Lyrik zu finden. Da habe ich hier auch eine wunderschöne Zusammenstellung, aus der ich Ihnen auch nachher etwas darstellen möchte. Und deswegen, er war ein selten guter Humorist auch in seiner Lyrik, aber immer mit dem kritischen Touch dabei, immer eine Satire dabei. Aber man muss dazu mal sagen, das lag auch daran, dass er das sofort veröffentlichte in den Zeitungen und Zeitschriften seiner Zeit. Die mussten natürlich so aktuell sein, wie es überhaupt nur möglich war. Eben. Und da hat er beispielsweise auch gleich nach 45 wieder losgelegt. Und es gibt ein ganz berühmtes Gedicht. Er war von Hause aus sicherlich so eine Art Sozialist. Also er hat keiner Partei angehört. Aber er war so von der Einstellung her doch ein Sozialist. Und als er nun nach 45 wieder schreiben konnte, er hatte ja Berufsverbot, was er umgangen hat heimlich, das werden wir auch noch feststellen. Aber da hat er geschrieben über die Bundesrepublik. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Dort stehen die Prokuristen stolz und kühn in den Büros, als wären es Kasernen. Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe und unsichtbare Helme trägt man dort. Gesichter hat man dort, die keine Köpfe, und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort. Wenn dort ein Vorgesetzter etwas will und es ist sein Beruf, etwas zu wollen, steht der Vorstand erst stramm und zweitens still, die Augen rechts und mit dem Rückgrat rollen. Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen und mit gezogenen Scheiteln auf die Welt. Dort wird man nicht als Zivilist geboren, dort wird befördert, wer die Schnauze hält. Kennst du das Land? Es könnte glücklich sein. Es könnte glücklich sein und glücklich machen. Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein und Fleiß und Kraft und andere schöne Sachen.
Selbst Geist und Güte gibt es dort. Und wann? Und wahres Heldentum? Doch nicht bei vielen. Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann, das will mit Bleisoldaten spielen. Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün. Was man auch baut, es werden stets Kasernen. Kennst du das Land, wo die Kanonen blühen? Du kennst es nicht, du wirst es kennenlernen. Das also schrieb er in der Bundesrepublik, für die Bundesrepublik. Er hat ja in West-Berlin gelebt, vorrangig in West-Berlin gelebt. Und in München. Und in München. Weil er Kabarettist war. Da ging es noch schneller, da wurde noch schneller der Text gebraucht. Konnte man nicht erst warten, bis das gedruckt wird, sondern er schrieb Chansonstexte und auch alles andere, was sich da in der Kleinkunst mausig machte, um es mal so zu sagen. Aber er ist vorrangig dann auch, also bis 45 praktisch, in Berlin gewesen. Und da beispielsweise, wie er im Sommer nach Berlin gereist ist und dort sich eingebürgert hat, schrieb er an seine Mutter, hat einen sehr engen Kontakt zu seiner Mutter gehabt. Es schrieb er also im Sommer 26 an seine Mutter: Ich bin sehr fröhlich, wieder mal in diesem Radaunes zu sein. Er war damals 27 Jahre alt und kam aus Dresden, seiner Geburtsstadt, nach Berlin. Also das ist eine. Und dann hat er also auch noch viele andere Briefe geschrieben. Und beispielsweise habe ich hier einen Brief, nein, hier ein etwas über ihn. Kästner kann man einen frischen, frechen und wachen Blick auf die Stadt Berlin erleben. Er spürt ihm nach an allen Orten, zu welchen er Bezüge zu dem Autor hat. Auf der Terrasse der Schaubühne in Charlottenburg, am Kurfürstendamm, am Stammlokal Café Leon. Heute gibt es das alles gar nicht mehr. Aber das waren so seine Stationen, in denen er war, vor allen Dingen in Cafés, wo er mit Leuten auch zusammenkam und wo er sich austauschen konnte, woraus dann schnell ein Feuilleton oder ein Zeitungsbericht entstanden ist. Und ich habe hier mal gleich dieses Buch von seiner Kindheit. Er ist also, wie gesagt, in Dresden geboren und hat dort eine sehr schmale Kindheit, möchte man sagen. Seine Mutter war alleinstehend und hat also nicht viel Geld für sein Leben aufbringen können. Er schreibt hier: Als ich ein kleiner Junge war, trabte ich morgens vor der Schule zum Konsumverein in der Grenadierstraße. Anderthalb Liter Petroleum und ein frisches 4-Pfund-Brot, zweite Sorte, sagte ich zur Verkäuferin. Dann rannte ich mit dem Wechselgeld, den Rabattmarken, dem Brot und der schwappenden Kanne weiter. Vor den zwinkernden Gaslaternen tanzten die Schneeflocken. Der Frost nähte mir mit feinen Nadelstichen die Nasenlöcher zu. Jetzt ging's zum Fleischermeister Kiesling. Bitte ein 4 Pfund ausgeschlachtete Blut- und Leberwurst, halb und halb. Und nun in den, also ein 1/4 Pfund habe ich falsch gelesen, also nicht ein 4 Pfund, sondern ein 1/4 Pfund, ja. Und nun in den Grünkramladen zu Frau Kletsch. Ein Stück Butter und 6 Pfund Kartoffeln. Einen schönen Gruß und die letzten waren erfroren. Und dann nach Hause mit Brot, Petroleum, Wurst, Butter und Kartoffeln. Der Atem quoll weiß aus dem Mund, wie der Rauch eines Elbdampfers. Das warme 4 Pfund Brot unter dem Arm kam ins Rutschen. In der Tasche klimperte das Geld. In der Kanne schaukelte das Petroleum. Das Netz mit den Kartoffeln schlug gegen das Knie. Die quietschende Haustür. Die Treppe 3 Stufen auf einmal.
die Klingel im dritten Stock und zum Klingeln keine Hand frei. Mit dem Schuh gegen die Tür, sie öffnete sich. Kannst du denn nicht klingeln? Nein, Muttchen, womit denn? Sie lachte. Hast du auch nichts vergessen? Na, erlaube mal. Treten Sie näher, junger Mann. Und dann gab's am Küchentisch eine Tasse Malzkaffee mit Karlsbader Feigenzusatz und den warmen Brotkanten, das Ränftchen, wir haben auch früher Ränftchen gesagt für den Kanten, das Ränftchen mit frischer Butter. Und der gepackte Schulranzen stand im Flur und trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Also das mal so kurz eine Beschreibung seiner Kindheit damals um die Jahrhundertwende 1900. Na, da ging er noch nicht zur Schule. Ah ja, dann ein kurz danach. Später. Dann kurz danach. Gut, ich habe ein anderes Buch und das passt ganz gut. Denn er hat diesen Ton, dass er etwas erzählt, das wahr ist. Und das ist auch hier bei diesem Buch sehr merkwürdig, weil es gar nicht wie ein Erzählungsband oder wie ein Roman, sieht ja fast so aus, aussieht und auch vielleicht so klingt. Aber das ist nicht wahr. Jeder, der ihn liest, der wird merken, Erich Kästner, das war sein großes Geheimnis, das war ihm angeboren, war immer in der Lage, so zu schreiben, als wenn er jemandem das erzählt. Und dieses Erzählen, da hat er großen Wert drauf gelegt, weil er wohl sehr früh festgestellt hat, sicher auch durch die Zeitung, dass die Leute ihm das abnehmen, wenn er das so erzählt. Und hier steht als Einleitung zu seinem Erzählungsband was ganz anderes, als man erwartet. Denn das Buch heißt Drei Männer im Schnee. Im Schnee. Und es geht los. Millionäre sind aus der Mode gekommen. Sogar die Filmkritiker behaupten es. Und das gibt zu denken. Wenn du das überlegst, ist das sehr ulkig. Denn seit wann richten sich denn die Schreiber, die Schriftsteller danach, was die Filmkritiker gerade sagen? Aber das ist ein wunderbarer Ansatz. Man hat das Gefühl, aha, hast du das schon mal gelesen oder merkst du das heute zum ersten Mal, dass es auch Filmkritiker gibt? Und zu seiner Zeit war das noch was ganz Besonderes. Sie schreiben, man könnte betreste Diener, parkähnliche Gärten und pompöse Villen nicht länger ersehen. Man habe genug vom echten Tizians an den Wänden, genug auch von Aktienpaketen in den Tresors und Festigkeiten mit mehr als 20 womöglich elegant gekleideten Gästen zu zeigen, sei eine Zumutung ohnegleichen. Nun las ich neulich im Blatt, es gebe immer noch Millionäre. Ich habe keine Gelegenheit, die Glaubwürdigkeit dieser Nachricht zu überprüfen. Unter meinen Bekannten befinden sich jedenfalls keine Millionäre. Und das kann Zufall sein. Es beweist noch nichts. In England, so stand in der Zeitung, gäbe es mehr als 200 ordnungsgemäß gemeldete Einwohner, deren jeder über mindestens 1 Million Pfund Sterling verfüge. Und in anderen Ländern sei es ähnlich. Aus welchem Grunde sind dann aber die Millionäre aus der Mode gekommen? Weshalb ist man dagegen, dass sie und ihre kostspielige Umgebung nicht sich auf Leinwand oder im Roman widerspiegeln? Ja, wenn sich's um gefährliche Wesen und um verbotene Dinge handelte, ließe sich die Abneigung verstehen. Das Radfahren auf der verkehrten Straßenseite beispielsweise ist gefährlich und verboten. Und so wäre es in der Tat höchst unpassend, als Maler oder Schriftsteller etwas derartiges zu wiederholen, indem man es darstellt. Das leuchtet ein. Einbrüche und Raubüberfälle sind als künstlerische Motive ebenfalls ungeeignet, denn auch in der Wirklichkeit sind sie, außer bei den Dieben selber, kaum erwünscht. Aber die Millionäre, sind sie verboten oder sind sie gar gefährlich? Weit gefehlt. Sie zahlen Steuern,
Die beschaffen Arbeit. Hört sich alles an, als wenn es erst heute geschrieben wäre. Genau. Denn wir hören das ja dauernd in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio. Aber hier steht es schon sehr früh. Sie beschaffen Arbeit. Sie treiben Luxus. Sie sind wesentliche Bestandteile von Staat und Gesellschaft. Als ich neulich las, dass es noch immer Millionäre gäbe, las ich aber auch, ihre Zahl sei im Schwenden begriffen. Und vielleicht führt dieser Hinweis zu jener Antwort, die ich suche. Sicher hat der Leser gelegentlich zum Himmel emporgesehen, während die Sonne hinterm Horizont versank. Wenige Minuten, nachdem sie untergegangen ist, beginnen plötzlich die westlichen Wolken zu glühen. Sie erröten, einsam leuchten sie über der grauen, dämmernden Welt. Die Wolken schimmern rosarot, aber die Sonne versank. Sollten die Millionäre jenen Wolken gleichen? Sollten sie der Abglanz einer Zeit sein, die schon untergegangen ist? Sollten sie deshalb aus der Mode gekommen sein? Um es kurz zu machen, ich weiß es nicht. Das 1934 hat er das gesagt. Ja, da muss man jetzt dazu mal denken, da war schon hier an ihm die Zeit herangekommen, wo seine Bücher vernichtet oder zumindest erstmal verboten waren. Verbrannt wurden sie auch. Und verbrannt, ja, vernichtet. Und da muss man dann sagen, das kann man so und so lesen. Aber als eine, sagen wir mal, als Reklame, drei Männer im Schnee, wirkt das noch gar nicht. Aber die Leute haben damals auch gewusst, was damit gemeint war. Und deshalb ist schon richtig, das ist alles nicht nur sozial gedacht und erlebt, sondern es ist schon sozialistische Grundgedanken sind da drin. Und das Ulke ist ja, wenn man das ganze Buch nachliest, kommt auch nochmal dazu vielleicht, dann kommt ja was ganz Merkwürdiges bei raus. Da ist praktisch verkehrte Welt drin. Denn im Grunde sind diese drei Männer ein Großkapitalist, ein Konzernherr, können wir auch sagen, ja. Und sein Diener Johann und ein armer, ein Arbeitsloser, ja. Der studiert hat, aber findet keine Arbeit. Und die wechseln mal die Rollen und merken dabei, wie schwierig das ist, in der anderen Rolle zu bestehen. Weil Gewohnheit und Denkvermögen eben ganz andere Kreise kennen, die der Nachbar oder der mit ihm jetzt in den Schnee in Urlaub fährt, gar nicht kennt. Und Sie müssen ja bedenken, dieses in Urlaub fahren, wenn Sie jetzt genau aufgepasst haben, müssen Sie sagen, arbeitsloser Akademiker, der sich einen Winterurlaub in Alpen leisten kann, das muss ja auch nicht ganz stimmen. Aber der gute Erich Kästner kannte die Welt. Er hat sich etwas ganz Einfaches ausgedacht, womit sie vielleicht jeden Tag auch zu tun haben. Ich glaube, gestern habe ich wieder 2x15.000 Mark gewonnen. Ja, ich hatte einen Brief gekriegt, dass ich so viel Geld kriege. Ich müsste mich jetzt nur melden. Ja. Und dann wüsste ich gar nicht mehr, wohin mit dem Geld. Das ist ja auch. Der kriegt den Urlaub sozusagen geschenkt und die anderen kennt er ja gar nicht. Er weiß gar nicht, was die eigentlich vom Beruf sind. Aber der Kapitalist, der Millionär, mehrfacher Millionär, hat ja einen arbeitsamen, tüchtigen Diener. Und der ist auch damit zufrieden. Aber als er jetzt tauschen soll und den Herrn praktisch spielen, während der Herr jetzt der Diener wird, da merkt er plötzlich ist ganz anders. Denn er kriegt nicht so ein vornehmes Hotelzimmer. Und er hat nicht Balkon und kann machen, was er will. Sondern er sitzt jetzt in einer Dachkammer, die nicht geheizt werden kann, weil angeblich alles kaputt ist. Und da sitzt er jetzt drin, während der Diener unten in der großartigen Suite ist, aber sich auch nicht wohlfühlt, denn er findet sich da in der Welt auch nicht zurecht. Und das, so etwas konnte er wunderbar schildern. Ich habe ja hier so etwas Ähnliches.
Das ist sein erster Roman, Fabian. Und der schildert auch das Leben eines Arbeitslosen. Wie der als, er ist also ein intelligenter Mann, hat studiert, aber ist arbeitslos. Und nun versucht er in der Gesellschaft trotzdem irgendwie Fuß zu fassen und erlebt natürlich auch das Leben in Berlin, was ja nun damals in den 20er und 30er Jahren, weiß Gott, ein Sündenfuhl war, wenn man das so will. Und ich habe hier mal rausgesucht, wie die beiden in ein Tanzlokal abends gehen und was da so los war. Das finde ich so charakteristisch für diese Zeit. Auf der wackeligen Bühne machte ein zwecklos vor sich hin lächelndes Mädchen Sprünge. Es handelte sich offenbar um eine Tänzerin. Sie trug ein giftgrünes, selbstgeschneidertes Kleid, hielt eine Ranke künstlicher Blumen und warf sich und die Ranke in regelmäßigen Zeitabständen in die Luft. Links von der Bühne saß ein zahnloser Greis an einem verstimmten Klavier und spielte die ungarische Rhapsodie. Ob der Tanz und das Klavierspiel miteinander in Beziehung standen, war nicht ersichtlich. Das Publikum, ausnahmslos elegant gekleidet, trank Wein und unterhielt sich laut und lachte. »Fräulein, Sie werden dringend am Telefon verlangt«, schrie ein glatzköpfiger Herr, der mindestens Generaldirektor war. Die anderen lachten und noch mehr als vorher. Die Tänzerin ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und fuhr fort zu lächeln und zu springen. Da hörte das Klavierspiel auf. Die Rhapsodie war zu Ende. Das Mädchen auf der Bühne warf dem Klavierspiel einen bösen Blick zu und hüpfte weiter. Der Tanz war noch nicht aus. »Mutter, dein Kind ruft«, kreischte eine Dame, die einen Monokel trug. »Ihr Kind auch«, bemerkte jemand von einem entfernten Tisch. Die Dame drehte sich um. »Ich habe keine Kinder.« »Da können Sie aber lachen«, rief man aus dem Hintergrund. »Ruhe«, brüllte jemand anders. Der Wortwechsel hörte auf. Das Mädchen tanzte immer noch, obwohl ihr längst die Beine wehtun mussten. Schließlich fand sie sich selber, es sei genug, und landete mit einem misslungenen Knicks, lächelnd, aber alberner als vorher, und breitete die Arme aus. Ein dicker Herr im Smoking stand auf. »Sehr gut, sehr gut. Sie können morgen zum Teppichklopfen kommen.« Das Publikum lärmte und klatschte. Das Mädchen knickste wieder und wieder. Da kam ein Mann aus der Kulisse und zog die Tänzerin, die sich heftig sträubte, von der Bühne und trat selber an die Rampe. »Bravo, Caligula«, rief eine Dame aus der ersten Tischreihe. Caligula, ein rundlicher junger Jude mit Hornbrille, wandte sich an den Herrn, der neben der Ruferin saß. »Ist das Ihre Frau?«, fragte er. Der Herr nickte. »Dann sagen Sie Ihrer Frau, die soll die Schnauze halten.« Man applaudierte. Der Mann in der ersten Tischreihe wurde rot. Seine Frau fühlte sich geschmeichelt. »Ruhe, ihr Armleuchter«, rief Caligula und hob die Hände. Wurde ruhig. War die Tanzdarbietung nicht geradezu ein Erlebnis? »Jawohl«, brüllten alle. »Aber es kommt noch besser. Jetzt schicke ich einen heraus, der Paul Müller heißt. Er ist aus Tolkewitz. Das liegt in Sachsen. Paul Müller spricht Sächsisch und gibt vor, Rezitator zu sein. Er wird Ihnen eine Ballade vortragen. Machen Sie sich aufs Äußerste gefasst. Paul Müller aus Tolkewitz ist, wenn nicht alles täuscht, verrückt. Ich habe keine Kosten gescheut, diese wertvolle Kraft für mein Kabarett zu gewinnen, denn ich kann es nicht dulden, dass nur im Zuschauerraum Verrückte sind.« Das war so eine Stimmung
aus so einem Berliner Varieté. Im letzten Moment ist das ja auch so etwas, er erzählt, was er erlebt hat oder was er sich aus dem, was er erlebt hat, langsam im Laufe der Zeit zurechtgelegt hat. Ja. Und die Leute lesen das ja nicht als etwas frei Erfundenes, sondern sie erfahren, aha, die haben also alle Namen, da gibt es überall Gaststätten, die solche Namen haben. Und er erzählt uns, als wenn er jetzt einen freien Abend hat und geht auch mal aus in so einen Unterhaltungsverein und erzählt uns, die wir nicht da waren, was er erlebt hat. Und das gilt für die ganzen Bücher, die hier liegen, und er hat ja noch mehr geschrieben. Und das war etwas, was er konnte. Er konnte also, da hat er kaum jemanden zu fürchten, erzählen und erzählen, aber immer, da war immer etwas dahinter, das konnte man nicht so erklären. Und deswegen muss man ja auch das mal sagen, als dann die Faschisten versuchten, ganz große Filme zu drehen, stellte sich heraus, es war ja keiner da, der ihnen so ein Drehbuch erstmal schrieb. Und da hatte sich herausgestellt, selbst die Obernazis wussten, wer so etwas konnte, nämlich Erich Kästner. Ich muss mich mal daran denken, er musste sich ja in der Zeit des Faschismus sein Geld auch verdienen, und den hat keiner in der Zeitung genommen. Und er konnte nirgendwo hingehen und sagen, ich habe ein schönes, sehr schönes Buch geschrieben, wollen Sie das mal veröffentlichen, oder es ging nicht. Und das waren witzige, anders kann ich das nicht sagen, war, dass jetzt die Obernazis zu ihm kamen, aber nicht seinen Namen aussprachen, sondern er hieß plötzlich ganz anders. Aber sie gaben ihm einen Vertrag, er sollte ein Filmdrehbuch schreiben. Und das möglichst so elegant, dass die Leute dahin stürzten und sagten, das ist das ganz Fantastische. Und deshalb muss man sagen, zu ihrem Filmjubiläum ließen sie sich, das war eine Erfindung, die hier gemacht wurde, einen Farbfilm drehen. War der vierte Farbenfilm, der überhaupt jemals gedreht wurde. Und sie ließen ihm sogar sehr viel Freiheiten. Er hat in diesem Drehbuch sich alles ausdenken können, was los war, weil es ein schönes Buch war von einem Schriftsteller, auch einem Dichter, Gottfried August Bürger, der im Harz geboren ist. Das Museum aber vor Jahren zugemacht wurde, ist so viel, wie ich weiß. Und es ist immer noch nicht wieder auf. Gottfried August Bürger. Und er hatte aus vielen anderen Texten zusammengestellt und in seiner Art geschrieben, Münchhausen. Und Erich Kästner schrieb jetzt ein Filmdrehbuch, Münchhausen. Ich habe mal Leute gefragt, die das noch erlebt haben. War da ja kaum auf der Welt. Und da stellte sich heraus, einer meiner Onkel hat gesagt, er hat ihn 5-6 Mal gesehen. Die sind immer noch hingegangen, weil da nackte Frauen zu sehen waren. Ich weiß nicht, ob du dich noch besinnst? Nein, nicht mehr. Nein, doch, der Lande. Ich habe nur den Text gelesen von Bürger. Ja, da steht das nicht drin. Nein. Das ist ja viel besser, was Erich Kästner daraus gemacht hat. So, Ritt auf der Kanonenkugel, das war Hans Albers, das waren sowieso nur die berühmtesten Schauspieler, die hat er ausgesucht. Kästner kannte die alle, hatte ja schon vorher Filme geschrieben und hatte sich die alle ausgesucht. Und da gibt es tatsächlich eine Stelle drin, eben wo er mit seiner Kanonenkugel, oder das kann jetzt auch was anderes sein, das weiß ich nicht, der landet da plötzlich im Bad vom türkischen Sultan. Ja, genau. Und da sitzen die ganzen nackten Damen da und waschen sich gerade die Füße und noch mehr. Und das war für die Leute auch was ganz Fantastisches.
Und damit hatten die Faschisten auch große Reklame gemacht. Dass da ein unbekannter Bertram so und so das Drehbuch geschrieben hatte, das weiß ja kein Mensch. Das wusste kein Mensch. Und er hatte dann so viel Geld, um noch einigermaßen dann über die Kriegsjahre zu kommen. Und wie du dann gesagt hast, er war ja einer der Menschen, die nichts dafür getan hatten, aber genau beobachtete, was da eigentlich stattfindet. Und deswegen auch diese Feststellung, dass diejenigen, die da eigentlich schuldig waren, dass sie Deutschland in Schutt und Asche lagen waren, dass die alle noch mehr oder weniger da waren. Ja, kennst du das Land, wo die Zitronenkanonen blühen? Natürlich. Und das war natürlich eine Sache, da hatte er Stoff über Stoff. Aber gehört hat er auch keiner auf ihn. Wir haben wohl im Kabarett gesessen, haben sich die Lieder angehört und haben geklatscht. Und er hat damit Geld verdient. Aber etwas anderes war da auch nicht. Und es war so einfach, man muss immer mal denken, man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich jedenfalls. Von den ganzen Richtern, allen oberen Richtern im Nazi-Deutschland, ist nicht ein einziger verurteilt worden. Einer wurde sogar noch Ministerpräsident, obwohl er noch Todesurteile vollstreckt hatte gegen Soldaten nach der Kriegs... In der Marine damals. Ja, wollen wir es gar nicht weiter ausdehnen. Die meisten, die uns zuhören, werden es ja noch wissen. Und man ist erstaunt, es ist nur ein einziger sogenannter Volksrichter ums Leben gekommen. Namen nenne ich gar nicht erst, sondern Leute erwähnen wir nicht mehr. Aber der war nicht durch Urteile oder irgendwas bekommen, sondern beim Bombenangriff hatte der im Keller gesessen, wo die Bombe explodierte. Und damit hatte Erich Kästner Stoff über Stoff. Es ist sehr interessant und das hängt ja auch damit zusammen, er hat natürlich deshalb auch erst für die Kinder geschrieben und hat auch darauf geachtet, dass solche Bücher von ihm bis heute, kann man sagen, noch veröffentlicht werden und auch als Filme oder Fernsehspiele existieren. Denn er hatte die einzige Hoffnung, nach dem, was er in seinem Leben alles erlebt hatte, die einzige Hoffnung, dass die heranwachsende Generation vielleicht einmal eher merkt, was eigentlich gespielt wird. Und das soll nun jeder unserer Zuschauer und Zuschauerinnen am besten selbst überlegen, was davon wirklich verwirklicht wurde bis heute. Ja, wenn du schon die Kinderbücher erwähnst, möchte ich eins vorstellen, das heißt Das doppelte Lottchen. Das doppelte Lottchen ist wohl das bekannteste Kinderbuch gewesen. Und es ist auch verfilmt worden. Und ich habe hier beispielsweise die Filmkassette, weil ich das Buch und überhaupt die Kinderbücher, das erwähnte ich schon, meinen Kindern geschenkt habe. Aber ich will mal erwähnen, was da alles war. Also wie gesagt, die meisten Kinderbücher sind auch von einem damals bedeutenden Künstler illustriert worden. Walter Trier hieß der. Auch ein Verfolgter. Auch ein Verfolgter. Und da gibt es also eins, was auch für die Lehrer, für die Pädagogen immer sehr wichtig war, das fliegende Klassenzimmer wurde immer auch in den Unterricht einbezogen. Das war schon was. Und das andere war beispielsweise Emil und die Detektive. Damit wurde auch berühmt. Das ist in 20 Sprachen übersetzt worden und auch verfilmt und dramatisiert. Das ist die Geschichte eines Jungen, der in der Eisenbahn auf dem Weg nach Berlin ist und dort in der Bahn bestohlen wird. Und in Berlin hat er nun Gleichaltrige gesucht und haben den Dieb verfolgt und haben ihn gefasst. Das ist so der große Textinhalt dieses Buches. Und es gab sogar eine Fortsetzung dazu, weil das so populär war. Emil und die drei Zwillinge. Das habe ich also nicht gekannt und habe ich nur aus der Literaturgeschichte jetzt erlesen.
Aber ebenfalls in Berlin spielt Pünktchen und Anton, die aus einem reichen und einem einsamen, ärmen Elternhaus stammen, die beiden. Und die werden einen Verbrecher stellen. Kästner hat in den 20er Jahren vor allen Dingen diese Kinderbücher also geschrieben. Und das doppelte Lottchen, das habe ich ja hier schon gezeigt, da geht es darum, dass zwei Mädchen, Zwillinge, bei der Trennung einer Ehe, das eine ist beim Vater geblieben, das andere ist bei der Mutter geblieben und die wussten gar nichts voneinander. Und die kommen plötzlich in einem Ferienlager zusammen, stellen ihre Ähnlichkeiten fest, tauschen sich aus und dann geht das eine Kind zur Mutter, was eigentlich beim Vater war, und das andere geht zum Vater und bringen dadurch die ganze Familie wieder zusammen. Das ist dann also die positive Endkonsequenz dieses Filmes und dieses Buches. Und ein bisschen ein Traum, ja, muss man dazu sagen. Denn das Ganze findet ja heute immer noch statt, wenn auch nicht mit allen Einzelheiten, aber in dem Sinne doch. Ja, und dann habe ich natürlich jede Menge Lyrik. Soll ich mal anfangen? Ja, müsstest du. Ja, also wie gesagt, er hat mehrere Lyrikbände geschrieben. Und ich habe hier mal ein Sammelband, wo die wichtigsten Bände, Herz auf Taille, Lärm im Spiegel, Ein Mann gibt Auskunft, Gesang zwischen den Stühlen. Und es gibt auch in der Weltbühne hat er viel veröffentlicht. Und da gibt es auch eine Nachlese hier in diesem Buch und ein Band kurz und bündig. Das habe ich so, das sind die wichtigsten Lyrikbände. Ja, und aber den es im Moment gibt, hast du nicht erwähnt? Nein, den habe ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist der 13. Monat. Aha. Das sind Gedichte über jeden Monat, aha, was da alles passiert. Hast du das? Nein, hier ich habe es nicht. Schade. Naja, aber ich will jetzt mal so auszugsweise aus diesen Bänden mal was lesen. Oh, schnell mal. Trinke langsam, sonst verschluckst du dich. Eben. Also das erste heißt, wieso, warum? Wieso sind 1000 Kilo eine Tonne? Warum ist 3 mal 3 nicht 7? Warum dreht sich die Erde um die Sonne? Warum heißt Erna Erna statt Yvonne? Und warum hat das Luder nicht geschrieben? Warum ist Professorin alles klar? Warum ist schwarzer Schlips zum Frack verboten? Warum erfährt man nie, wie alles war? Warum bleibt Gott grundsätzlich unsichtbar? Und warum reißen alte Herren Zoten? Warum darf man sein Geld nicht selber machen? Warum rumpt man sich nicht zuweilen um? Warum trägt man im Winter Wintersachen? Warum darf man, wenn jemand stirbt, nicht lachen? Und warum fragt der Mensch bei jedem Quark, warum? Jahrgang 1899. Das ist also die Zeit jetzt im Ersten Weltkrieg. Die hier dargestellt wird, von dem Jahrgang ausgehend. Wir haben die Frauen zu Bett gebracht, als die Männer in Frankreich standen. Wir hatten uns das viel schöner gedacht. Wir waren nur Konfirmanden. Dann holte man uns zum Militär, bloß so als Kanonenfutter. In der Schule wurden die Bänke leer, zu Hause weinte die Mutter. Dann gab es ein bisschen Revolution und schneite Kartoffelflocken. Dann kamen die Frauen wie früher schon und dann kamen die Gonokokken. Inzwischen verlor der Alte sein Geld, da wurden wir Nachtstudenten. Bei Tag waren wir Büroangestellt und rechneten mit Prozenten. Dann
hätte sie fast ein Kind gehabt. Ob von dir, ob von mir, was weiß ich. Das hat ihr ein Freund von uns ausgeschabt. Und nächstens werden wir 30. Wir haben sogar ein Examen gemacht und das meiste schon wieder vergessen. Jetzt sind wir allein bei Tag und bei Nacht und haben nichts Rechtes zu fressen. Wir haben die Welt der Welt in die Schnauze geguckt, statt mit Puppen zu spielen. Wir haben der Welt auf die Weste gespuckt, soweit wir vor Üpern nicht fielen. Man hat unseren Körper, man hat unseren Geist ein wenig zu wenig gekräftigt. Man hat uns so lange, so früh und zumeist in der Weltgeschichte beschäftigt. Die Alten behaupten, es würde nun Zeit für uns zum Säen und Ernten. Noch einen Moment, bald sind wir bereit. Noch einen Moment, bald ist es soweit. Dann zeigen wir euch, was wir lernten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir eine uns mögliche Übersicht gegeben von dem, was Erich Kästner getan und geleistet hat. Und du liest vielleicht noch eins deiner Gedichte vor. Damit verabschieden wir uns dann. Das ist der Chor der Fräuleins. Wir hämmern auf die Schreibmaschinen. Das ist genug. Als spielten wir Klavier. Wer Geld besitzt, braucht keines zu verdienen. Wir haben keins, drum hämmern wir. Wir winden keine Jungfernkränze mehr. Wir überwanden sie mit viel Vergnügen. Zwar gibt es Herren, die stört das sehr. Die müssen wir belügen. Zweimal pro Woche wird die Nacht mit Liebelei und heißem Mund, als wäre man Mann und Frau verbracht. Das ist so schön und außerdem gesund. Es wäre nicht besser, wenn es anders wäre. Uns braucht kein innerer Missionar zu retten. Wir murmeln düster von verlorener Ehre. Seid nur so treu wie wir in euren Betten. Nun, nur wenn wir Kinder sehen, die lustig spielen und Bälle fangen mit Geschrei und weinen, wenn sie auf die Nase fielen, dann sind wir traurig, doch das geht vorbei. Dankeschön. Wenn Sie mal nach Dresden kommen, da gibt es sogar ein Museum für Erich Kästner. Ich hatte es erst gelesen, dann habe ich gedacht, ist aber schon ein bisschen längere Zeit her, möchte ich sie ja auch mal angucken und war ehrlich gesagt der Meinung, da ist kaum jemand drin oder müsste es Glück haben, dass er vielleicht gerade 100 Jahre alt wird oder irgendetwas, das weiß man ja nicht. Und habe mir das angesehen. Es ist ein sehr merkwürdiges Museum, aber ich habe gesehen, die Leute, von denen die Älteren, Bücher, die wir hier eben hatten, und Drei Männer am Schnee ist ja auch ein heute noch viel gespielter Film, die waren alle da und waren aber im ersten Moment erstaunt und dann aber hatten sie sehr viel Spaß dran und ihre Kinder und vielleicht Enkelkinder auch, was sie sonst in einem Literaturmuseum nicht finden. Denn da kenne ich auch eine ganze Menge. Da gehen die Schüler so rein und der Lehrer muss noch bezahlen, was das kostet. Da kommen die Ersten schon wieder raus, habe ich selbst schon erlebt. Und wir haben alles gesehen und das war's dann. Aber da hat man es anders gemacht und es gibt jetzt Museen, die das nachmachen auf ihre Art und Weise. Und zwar nicht überall bitte nicht berühren oder so, sondern in diesem Museum waren lauter Schränke mit Schubladen und was weiß ich. Und man konnte jetzt und kann immer eine Schublade aufziehen oder da
Und da sind Bilder drin und es spart denen auch nicht, wenn die sich die Bilder angucken und verkehrt rum wieder reinlegen. Ist ja egal, aber sie haben sich die genau angeguckt. Besser, als wenn man sie nur an der Wand nagelt. Und so ist es auch mit den Büchern, wo es allerdings schwierig ist, denn jeder liest da erstmal drin und die sehen natürlich nicht so gut aus nach einer Zeit. Und immer ersetzen kann man sie auch nicht. Aber so etwas ist schöner. Und neulich war ich in einem anderen Museum und da lagen lauter Koffer um. Und da konnten sie die Koffer aufmachen und dann waren die Reisen von den Leuten und was sie mitgenommen haben. Und da haben die alle, die Kinder gesagt, oh, was ist denn das hier? Ja, das ist ein Tropenhelm. Das haben sie überhaupt noch nicht gesehen, dass jemand mit einem Tropenhelm rumläuft. Und ähnlich ist das auch bei unserem guten Erich Kästner. Und ich wünsche Ihnen, dass wenn Sie da mal vorbeikommen, reingucken und Sie werden sich bestimmt und garantiert an irgendeiner Stelle festsehen, denn das ist ja sein ganzes Leben auch in Fotos drin, können Sie sich denken, wenn er 1899 geboren ist, ist ja praktisch sein ganzer Lebenslauf irgendwo erhalten. Sie können sich auch vielleicht mal hinsetzen und einen Ausschnitt aus seinem Film sehen oder ein Buch, dürfen nur nicht mitnehmen, denn das wird gebraucht. Also, wir danken Ihnen sehr. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.